Und ich sehe eine immer wiederkehrende Gruppe, die mit dem Begriff kommt, was weiß ich, Verschwörungstheoretiker. Und wer andere Menschen als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, der nimmt ja für sich den Anspruch der Wahrheit in Kauf. Und wenn einer den Anspruch der Wahrheit für sich in Kauf nimmt, dann outet er sich der Tyrannei, weil er in dem Moment nicht mehr in der Lage ist, mit anderen Menschen einen Diskurs zu führen, Kompromisse einzugehen, sondern er wertet sie ab und führt keine Kommunikation mehr. Und das ist totalitär und das ist tyrannisch und das sehe ich. Wer also den Begriff Verschwörungstheoretiker für andere Menschen anwendet, der muss sich gefallen lassen, sich der Tyrannei zugehörig zu fühlen, eindeutig. Wie wollen Sie es denn sonst bezeichnen? Und jetzt sehen Sie mal die ganze